FFH Talk. Es gibt diese Anekdote, dass du irgendwann mal bei irgendeinem Festival auf die Frauentoilette gegangen ist, was jetzt noch nichts Ungewöhnliches ist als Frau. Sollte man hingehen, wenn man muss. Und dann hatte ich wirklich einen Security da. Komplett aus der Toilette. Erst hat es an der Tür geklopft, da dachte ich, och, da will jemand mit. Dann dachte ich mir auch, Servicepersonal, hier wirst du abgeputzt. Da stehe ich total drauf, aber er hat dann heftiger geklopft und dann wurde ich aus der Kabine, also ich würde sagen, nicht dezent rausgeholt, sondern direkt einen Griff ins Knick und so raus. Ja, und ich habe dann versucht, auf der Fahrt, während der Fahrt, also während des Flugs, habe ich versucht, dem netten Herrn noch mitzuteilen, Entschuldigung, Sportsfreund, ich bin hier richtig, oder meinst du, ich hätte schon die Knatter oder was. Bin dann raus, habe es ihm erklärt, aber obwohl er mich erst in die Herrentoilette reingeschoben hat, da habe ich dann gesagt, die Kabine sind belegt, Häufchen kann ich jetzt keins machen, Leute, tut mir leid. Dann bin ich wieder zurückgeschoben worden in die Herren-Damentoilette, weil er sich entschuldigt hat, und ich hatte so viel Getränke und Essensmärkscher, wenn du dabei gewesen wärst, die hätte man weggemacht.